Herzlich willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir stehen gerade vor dem Clubhaus, weil wenn wir das Spiel wieder neu starten, landen wir generell woanders. Aber sicher, Mademoiselle, ich habe auch nichts Besseres zu tun, als einen Ohrring im Garten zu suchen. Also wir haben noch ein Rätsel zu lösen. Den ersten Teil des Rätsels haben wir schon gefunden. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Rätsel lösen. Die Frage ist nur, wo ist das? Wir konnten das irgendwo nachgucken. Wahrscheinlich nicht hier, vielleicht eher in der Map. Das letzte Rätsel lösen. Wie komme ich denn da hin? Ach, gehen wir nochmal runter. Langsam haben wir ja die Orientierung. Es ist ganz witzig, wenn ihr nebenbei noch ein Rauschen hört. Einfach so ein konstantes Pfeifen. Dann ist das mein Rechner, weil der Rechner so laut wird bei dem Spiel, dass der halt lauter wird. Warum? Ich weiß es auch nicht. Eigentlich habe ich vor den Superrechner. Aber ist mir letztens mal aufgefallen, als ich die Sachen geschnitten hatte. Wo bin ich denn jetzt? Hä, aber hier ist doch hier das Nostradamus-Gedöns, oder nicht? Da war doch auch das erste Rätsel. Rüstkammer. Hä? Jetzt verstehe ich aber nicht genau, wo führt denn dieses Symbol hin? Nach oben müssen wir. Dann gehen wir doch mal nach oben. Wow, achso, ist der Trainingsraum. Der hat mich erschrocken. Achso. Schön. Ja. Demütige Sünder, die wir alle sind, strömen in den überkuppelten Himmel launischer Richtungsweiser deutlich. Das ist doch eine Kirche, oder nicht? Gibt es hier keine Kirche? Was könnte alles hier sein? Wobei, ist das eine Kirche? Es ist immerhin ein Turm drauf und die meisten Kirchen haben einen Turm. Es tut mir auch wirklich leid mit dem Rauschen, aber ich wüsste nicht, wie ich das hinkriegen sollte, dass mein Rechner nicht mehr so zu hören ist. Ich könnte eine Decke drüber legen, aber ich glaube, das ist nicht sehr intelligent, wenn ich das tun würde. Aber hier war doch auch ein Symbol, oder nicht? Oder ist es... Ich verwechsel das bestimmt auch mit einer Kirche. Ein Dieb, Ram. Hallo! Eine von 10 gelöst. Wieso sind denn jetzt 10? Ich dachte, wir wären hier fertig. Es ist auf jeden Fall eine Kirche. Das haben wir schon mal gefunden. Hat aber keine Kuppel wahrscheinlich. Aha. Das mit dem Rätsel, das nervt mich ein bisschen tatsächlich. Hm? Ach so. Nur weil es keine Kuppel hat, aber es wird auch nicht angezeigt, dass in der Nähe ein Rätsel ist, dann machen wir erstmal vielleicht. Vielleicht finden wir das ja so, wenn wir einfach die nächsten Truhen und dergleichen suchen. Ich glaube, wir müssen da ins Fenster rein. Geh mal hier entlang. Alle. Hopp! Nimm das Seil. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Arno. Ah! Ja. Bist du... Achso, Steuerung drücken. Mein Gott. Hallo. Ich wollte nicht ins Schlafzimmer gehen. Also eigentlich schon. Du. Hier, Bruder.
hallo, wo ist denn... Ach, da. Lass mal großzügig an der Truhe vorbeilaufen. Da haben wir wieder eine Koop-Mission. Links, rechts, rechts. Ist aber okay, interessiert uns nicht. Und die nächste Truhe direkt geradeaus. Es gibt ja so viele Paare immer, habe ich den Eindruck. Überall, wo Truhen sind, sind Paare. So, was haben wir denn hier? Für ein Symbol. Sie haben zusätzlich Einkommen für Theatre erhalten. In ihrer Truhe befindet bla. Ach man, das mit den Steuerungen und dann manchmal Nicht-Steuerungen, das ist voll doof. Was ist das? Okay, ich habe ein Artefakt gefunden. Ich weiß auch nicht wie. Ich verstehe das alles hier nicht, aber okay. Müssen wir hier rein? Da oben ist die Truhe. Was liegt da? Was ist das denn da? Achso, den hatten wir ja schon. Ach, jetzt, okay, wir sind in der Truhe, wo wir, glaube ich, das Schloss knacken müssen, ne? Oder irgendwie, ach nee, das ist ein anderer Raum. Gibt's hier keine Treppe? Hallo? Treppen? Tür? Raus? Aus dem Haus? Ja. Kannst du nicht einfach... Danke. Geradeaus gehen. Wie kommen wir denn hier hoch? Wenn unten keine Treppe ist. Da ist eine Tür. Na gut. Es klingt realistisch. Wo war dein Kätzchen? Stimmt, Tiere habe ich noch gar nicht gesehen. Man kann nicht mehr mit den Tieren... Es ist so gemein. Das war das Beste an Assassin's Creed 3. Dass man mit den Tieren interagieren konnte. So, die konnten wir nicht öffnen. Rot war doof. Das sind irgendwelche Aufrufe. Warte, was für ein Wahrzeichen? Wir waren noch nicht am Wahrzeichen. Skandalös! Was ist das hier? Wir gehen einmal zum Wahrzeichen. Um den Datenbankeintrag zu erhalten, richtig. Boah, jetzt gibt mein Rechner aber gerade richtig Gas mit der Lautstärke. Weil das ist auch krass, weil das merke ich ja, weil ich höre das hier selber und ich habe ein Headset auf. Das muss man sich mal überlegen. Ach, da war schon wieder irgend so ein Ereignis. Was ist das denn hier? Wetten jetzt, er wäre bestimmt jetzt ins Fenster gegangen, wenn ich es gar nicht gewollt hätte. Was für ein Wahrzeichen denn? Hallo? Kann ich meinen Datenbankeintrag haben? Was ist das für eine Truhe da? Eine rote. Dachte, da muss ich Schloss knacken können. Jo. Okay. Aber dass hier kein Datenbankeintrag kommt, das finde ich doof. Rätsel lösen. Aber das ist doch... Das, also das ist auf jeden Fall hier irgendwo. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Oh. Ich würde ja sagen, es ist eine Kirche. Und die einzige Kirche, die wir haben, ist... Was ist das für eine Säule? Was war das? Ach, das war mein Fixpunkt, ne? Was sind das für weiße Säulen, die ich da mal im Hintergrund habe? Und die einzige Kirche, die wir haben, ist diese hier. Oh, da hinten ist auch noch eine Kirche. Aber gehört die noch zum Bezirk? Ich würd einfach mal auf eine Kirche tippen, weil Kuppelgewölbe, Leute gehen, irgendwelcher Predigt scheiße. Das klingt nach Kirche. Ah.
Achso. Hier tauchen immer so Geräusche auf. Aber ist das noch der Bezirk? Das ist die Frage. Bestimmt ist es nur mein Clubhaus. Habe ich in meinem Clubhaus eine Kirche? Ich weiß es nicht. Aber hier unten ist nicht so viel los. Hier oben. Ich würde behaupten, dass es nicht mehr das Gebiet. Das ist nämlich da drüben irgendwo. Boah, ist Paris groß. Meine Fresse. Aber dass man auch so gar nicht. Ich meine, man hat einen Hinweis, aber man. Weiß ich nicht. Hat Notre Dame eine Kuppel? Notre Dame hat auch keine Kuppel. Lass mal wieder hoch. Ach, hier ist diese Truhe, an die wir nicht drankommen. Weil wir noch nicht Schlösser knacken können. Dafür müsste ich mal die Geschichte natürlich weiterspielen, sicherlich. Da ist eine Kuppel, aber das ist doch auch ein anderer Bezirk. Das ist hundertprozentig ein anderer Bezirk. Obwohl, in welche Richtung laufe ich gerade? Weiß man nicht so wirklich. Hä, aber das war auch viel zu weit weg, oder? Ja, das ist auf jeden Fall. Jo. Ach, nicht hier. Ist halt die Frage, ob das Rätsel sich wirklich nur auf diesen Stadtteil beschränkt. Das ist Notre Dame und Notre Dame ist halt auch anders. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Den Boten töten? Da ist wieder hoch. 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 Hallo. Hallo, du sitzt im Boden. Den da töten. Alles klar, jetzt ist er kein Bote mehr, ne? Oh, jetzt bin ich kein Bote mehr. Nein, das ist ein Assassine. Ich bin kein Bote mehr. Tschüss. What the fuck? Irregular. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. In den nächsten Bezirk gehen? Rätsel lösen? Was ist das denn? Untergrundeingang. Ach so. Ja, dann gehen wir halt mal in den nächsten. Ja, wir sind faul. Ich möchte, seit es so eine hier Funktion zum Porten gibt, werde ich bestimmt nicht irgendwie laufen, großartig. Das habe ich in den Spielen zuvor schon genug getan. Zu Genüge getan. Ach, wenn der Rechner wenigstens nicht so laut werden würde. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wo bin ich denn? Bin ich bei Notre Dame? Tatsächlich. Also, wo bin ich? Plopp! In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Ja. War das nicht hier bei Notre Dame mit Hallo? diesem Symbol? Ein sonderbar aussehendes Symbol. Toll. Das ist nicht der Anfang des Rätsels, würde ich behaupten. Das ist wahrscheinlich das da. Dieses Symbol gibt es hier gar nicht, ne? Nur das da. Das da. Oh. Nee, dann gehen wir nochmal zurück. Ach, das ist kompliziert. Vor allem, oh mein Gott. Wie laut der Rechner gerade einfach ist. Und was passiert? Gar nichts eigentlich. Das Spiel hat mal 60 Frames, deswegen rastet das gerade so aus. Das ist ja eine schöne Perspektive gewesen. Das mit dem Rätsel, das nervt schon hart. Aber da ist doch eine Kuppel. Ach, das Clubhaus hat eine Kuppel. Ach, wirklich? Seriously? Du gehst nirgendwo hin. Besser in der Verbrecherin, ich bin mal vorbei. Oh Gott, was wollt ihr von mir? Psst.
La 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 la. Attenzione, la 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 la. Ja, ich werde immer nur Italienisch reden in den Spielen. Ich bin Ezio geschädigt. Ich glaube, es gibt auch andere, die Ezio geschädigt sind. La 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 la. Wie sind wir jetzt nicht an? Oh, wir haben Cash in the Tash. So, da ist die Kuppel. Eines von Nostradamus. Aha! Wahrscheinlich ist das aber nicht hier, sondern... Jetzt muss ich wirklich... Oder ist das im Trainingsraum? Hallo. Och. Ich will sogar schon die ganze Zeit Ezio sagen. Hallo, du sollst da reingehen, Mann, du verfickte Scheiße. Du bist ein Retard, weißt du das? Kannst du bitte? Ja. Das machst du schön. Ach, was ist das denn für eine Kammer? Ach so. Ach so, meine Kämme hier. Oh. Okay. Wobei das mit 1 von Nostradamus Rätseln kam eigentlich eher oben, ne? Warte mal, ja. Also ist das wahrscheinlich außerhalb der Kuppel? Oh, wie können wir... Tatsächlich, wie witzig. Wollen wir aber nicht machen, weil irgendwie, finde ich, dann verliert das Spiel immer seinen Charme. Schaffst du es durchs Fenster? Cool. Das mit dem neuen Adlerauge ist irgendwie nervig. Vor allem, wo soll das dir denn sein? Verfickte Scheiße. Ja, ich bin jetzt mal am... Ne? Was? Nostradamus Rätsel führen sie... ...sie zu Fragmenten. Wir haben es geschafft. Fragt nicht, wie. Es war der Hahn. Aber das mit der Kuppel habe ich wenigstens richtig verstanden. Yeah. Sei es drum, ne? Sei es drum. Oh je. Was zur Hölle einfach. Hallo. Ach ja, wir sind ja jetzt in einem Gebäude. Wir dürfen ja jetzt hier nicht, ne? Arsch. Die feinsten Schnüffelwaren. Wo ist denn jetzt hier diese verdammte grüne Truhe? Hier? Da. Da. Wow, 20 von 80. Ich bin ja so reich. Man muss sagen, ich habe ganz schön lange gebraucht, bis ich diese 20 Livre, ach, was weiß ich, mit was die zahlen, bekommen habe. Hallo. Ich muss mal eben gucken, lohnt sich das noch in dieser Folge, das anzunehmen? Nö. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit der netten Dame, die nicht so glücklich aussieht. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.